Juhu, ich bin endlich fertig mit dem Video und was lange währt, wird natürlich endlich gut. Ich war mit den Drohnen in der Nacht unterwegs. Ich habe mich am Mountainbike tracken lassen. Ich habe Autofilme mit den Drohnen produziert. Ich habe Dokumentarfilme mit den Drohnen produziert. Ich habe die Drohnen sozusagen 4 Wochen lang komplett durchgetestet. Bei der Mini 3 natürlich schon über ein Jahr, weil die habe ich ja schon eine ganze Weile. Aber jetzt die DJI Air 3 und die DJI Mini 4 ebenfalls nochmal direkt auf Herz und Nieren getestet. Und in diesem Sinn erfährst du heute alles über die Unterschiede zwischen der DJI Mini 3 Pro, zwischen der DJI Mini 4 Pro und zwischen der DJI Air 3. Was kann die eine, was die andere nicht so kann? Und was kann die andere wiederum besser, was die eine nicht kann? Und vielleicht kann ich dir ein bisschen bei der Kaufentscheidung helfen, auf alle Fälle bei deinen Gedankengängen. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich habe euch ja schon sehr viele Videos produziert über die Air 3, über die DJI Mini 4 Pro und natürlich auch über die DJI Mini 3. Die habe ich schon ein ganzes Jahr, die beiden anderen sind neu dazugekommen. Und alles findest du natürlich hier direkt in Playlisten nochmal aufgelistet, falls dich ein Thema interessiert. Einfach nach dem Video mal reinschauen. Und wenn du Zubehör suchst für verschiedene Drohnen, für die Mini 3, für die Mini 4 oder für die DJI Air 3, dann schaust du einfach hier unten in die Videobeschreibung rein. Und natürlich wisst ihr, dass sich so ein Video nicht ganz einfach produziert, dass man dafür tagelang recherchieren muss, dass man rausfahren muss, dass man sich ärgert, dass man flucht, dass man gleichzeitig natürlich auch noch fröhlich ist, wenn man alles geschafft hat. Und ich hoffe, du gibst dem Video ein Like. Wenn es dir gefällt, abonnierst meinen Kanal, damit ich für euch noch weitere spannende Videos produzieren kann. Ich sage schon mal vielen Dank dafür. Und bevor es losgeht, klar, musst du erstmal wissen, was du möchtest. Und ich habe euch ja schon in den anderen Videos von mir erzählt, dass natürlich nicht hier und auch nicht hier, sondern hier die Videos entstehen, die du machen möchtest und natürlich auch die Kreativität. Und dann erst von hier in die Hardware umgesetzt wird. Und wenn ich dir oder mir hier so eine DJI Mini 2 in die Hand drücken würde, dann würden wahrscheinlich ganz normale Videos bei rauskommen. Ein bisschen Fliegen, ein bisschen Slow Motion und so weiter und so fort. Wenn ich aber die DJI Mini 2 einem professionellen, langjährigen, erfahrenen Kameramann in die Hand drücke, da kommen ganz andere Bilder bei raus und das kann der umsetzen mit so einer Drohne. Da braucht man nicht die, da braucht man nicht die und da braucht man auch keine andere. Was ich dir jetzt einfach sagen will, ist wirklich, dass du vorher, bevor du dich entscheidest, eine Drohne zu kaufen, ganz einfach immer wissen musst, was du willst. Lass dich nicht von den Prospekten, von den bunten Bildern irritieren, denn das ist ja nicht deine Sache. Das sind ja Sachen, die dir andere zeigen. Klar sind es gute Ideen, aber das Wichtigste ist natürlich hier in deinem Kopf, was du machen möchtest. Und erst dann, wenn du weißt, was du machst, dann suchst du dir eine Drohne aus. Also nicht vergessen, erst denken, dann machen. Und genau so ist natürlich dieses Video aufgebaut. Und ich möchte dir einfach mal meine praktischen Erfahrungen mit diesen drei Drohnen vermitteln. Und los geht's natürlich mit den technischen Daten der Kameras. Und hier zeige ich euch erstmal drei verschiedene Aufnahmen. Diese sind jeweils von der DJI Mini 3, von der DJI Mini 4 und von der DJI Air 3. Und ihr könnt natürlich sehr gern mal in die Kommentare schreiben, welches Bild zu welcher Drohne gehören könnte. Und ich werde natürlich das kleine Rätsel dann im Laufe des Videos auflösen und ihr könnt prüfen, ob ihr recht hattet. Kommen wir jetzt zu den Kameras und deren Eigenschaften. Es ist tatsächlich so, dass hier alle drei Drohnen die gleiche Kamera verbaut haben. Alle haben die 48 Megapixel 1:1/3 CMOS-Sensorkamera an Bord mit 24 mm Brennweite und einer festen Blende von 1.7. Und hier gibt es natürlich aber auch schon himmelweite Unterschiede im Bild. Während dir die Mini 3 ein relativ neutrales Kamerabild liefert, ist das Bild der Mini 4 Pro durch die Weiterentwicklung des jetzt deutlich kontrastreicheren Sensors auch farbintensiver in der Darstellung. Die DJI Air 3 dagegen, die hat natürlich gleich zwei Kameras an Bord. Zum einen die erwähnte 24 mm Kamera und zum anderen eine 70 mm Kamera mit einer Blende von 2.8 und ebenfalls 48 Megapixeln. Was dir den Vorteil natürlich verschafft, dass du nicht mehr so dicht an verschiedene Objekte ranfliegen musst, um sie groß und mittig im Bild darzustellen. Bei der Mini 3 und Mini 4 Pro kannst du durch das Drehen des Gimbals
horizontale Aufnahmen machen. Das nennt sich dann sozusagen Vertical Mode. Und hier hast du die horizontalen Aufnahmen in vollen 4K. Und die DJI Air 3, die kann das auch, aber sie bewegt nicht den Gimbal, sondern sie croppt diesen Bildausschnitt und dann bietet sie dir eine Bildqualität von 2,7K. Und das Ganze passiert dann nicht mechanisch, sondern direkt in der Software. Was natürlich dann alle gleich haben, ist die maximale Bitrate. Sie nehmen alle ihre Bilder in 150 Mbits auf und mehr geht da nicht. Die Mini 3, die hat auch ein flaches Bildprofil, das nennt sich da Cine-like und da kannst du bis zu 8-Bit Farbtiefe aufnehmen. 10-Bit Farbtiefe, also deutlich mehr, bekommst du bei der Mini 4 Pro und bei der DJI Air 3. Wobei hier bei beiden Kameras noch das HLG-Format dazukommt. In der Mini 3 hast du auch so ein halbes HLG-Format, aber das kommt nicht auf 10-Bit und ist eigentlich als HLG-Format nicht so gut zu verwenden. Die technischen Daten hin oder her, richtige Ergebnisse bilden natürlich die Bilder der Drohnen und mit der DJI Mini 3 hast du scharfe Bilder, die sind gut und bei der Air 3 und Mini 4 Pro hast du scharfe, kontrastreiche Bilder bis zu 10-Bit Farbtiefe und gleichzeitig noch HLG. Die DJI Mini 4 und die DJI Air 3 sind hier bei der Bildqualität wirklich deutlich besser, obwohl die DJI Air 3 noch einen dicken Vorteil hat, der hat nämlich zwei Kameras und hier hast du dann nochmal die 70mm 2.8 Kamera, wo du deutlich bessere Bilder noch rausholen kannst. Und um das Bilderrätsel aufzulösen, also Aufnahme A war die DJI Mini 3, Aufnahme B war die DJI Air 3 und Aufnahme C war die DJI Mini 4 Pro. Und jetzt kannst du mal in dich gehen, hattest du alles richtig, hast du alles richtig geschätzt, dann herzlichen Glückwunsch von mir. Es war gar nicht mal so einfach, denke ich. Übrigens, wenn ihr noch weitere eigene Meinungen zu den Drohnen habt, dann hier direkt in die Kommentare schreiben und mitdiskutieren, welche Drohne zu euch am besten passt und gerade auch, warum das so ist. Das ist natürlich immer interessant, eure Ansprüche zu erfahren. Und kommen wir mal jetzt zu den Fluggeschwindigkeiten der Drohnen. Ein wichtiger Aspekt, gerade bei Active Track oder wenn du Fahrzeuge trackst, egal ob ein Fahrrad oder ein Auto, ist natürlich die Geschwindigkeit immer wichtig. Die DJI Mini 3, die liegt hier bei einer Steiggeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde. Im Sportmodus sind es dann 16 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit bei Windstille. Die DJI Mini 4 Pro, die ist da nicht deutlich besser und auch nicht schlechter, denn die hat die gleichen Flugeigenschaften wie die DJI Mini 3 Pro. Deutlich schneller unterwegs ist dann die DJI Air 3. Die hat eine Steiggeschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde und eine Höchstgeschwindigkeit von 21 Metern pro Sekunde. Auch hier wieder kurz nachdenken, was willst du damit machen? Brauchst du das und brauchst du natürlich die Geschwindigkeiten, dann ist die DJI Air 3 natürlich deine beste Wahl, weil die rast ja davon und steigt ja hoch und wieder runter. So schnell kannst du gar nicht gucken. Also, falls du deine SD-Karte vergessen hast, so retten dir die DJI Mini 3 und die DJI Mini 4 Pro im wahrsten Sinne des Wortes den Po, denn die haben hier 2 GB internen Speicher verbaut. Bei der DJI Air 3 ist es noch ein bisschen mehr, hier sind es 8 GB interner Speicher. Von den Akkulaufzeiten gibt es natürlich zwischen der DJI Mini 3 und Mini 4 relativ wenig Unterschiede. Also auch wenn uns DJI bei der neuen Werbung der DJI Mini 4 Pro weiß machen möchte, ja, 20% mehr haben wir rausgeholt, ist nicht. Also ich habe die jetzt wirklich auch direkt verglichen und das könnt ihr auch mal, wenn ihr sozusagen noch eure Mini 3 Pro zu Hause habt, da ist nicht viel Unterschied. Die haben beide 34 Minuten Flugzeit angegeben bei Windstille. Pauschal kannst du mal 20% abziehen, das sind dann die reellen Werte und dann kommst du auf eine effektive Flugzeit bei beiden Drohnen von ca. 25 Minuten bei unterschiedlicher Flugleistung. Die DJI Air 3 ist angegeben mit 46 Minuten Flugzeit, stimmt auch nicht. Zieh auch pauschal 20% mal ab. Also mit der DJI Air 3 kommst du, wenn du unterschiedlich fliegst, dann so auf ca. 35 Minuten. Also 10 Minuten länger als die DJI Mini 4 ist es definitiv. Wenn du dann vielleicht noch einen guten Tag hast und es windstill ist, lass es maximal 40 Minuten sein. Aber ich glaube, die Zahl mit den 35 Minuten, die ist schon relativ realistisch. Also so Brücke im Kopf, die DJI Air 3 fliegt immer 10 Minuten länger als die beiden Mini-Drohnen.
Apropos Schnelligkeit und Windwiderstand, hier haben die DJI Mini 3 und die DJI Mini 4 einen Widerstand von ca. 10,7 Metern die Sekunde, während die DJI R3 auf 12 Meter pro Sekunde kommt. Und aus meiner Erfahrung ist natürlich die R3 deutlich besser in der Luft. Das kann man auch schon von der Größe her ableiten. Aber die beiden Mini-Drohnen, die halten sich natürlich ganz gut. Ich habe schon mal ein Video produziert, wo ich die Mini 3 im Sturm laufen lassen habe. Und da ist es quasi so passiert, dass sie sich wirklich gut gehalten hat. Und bei starkem Wind sind die jetzt nicht ganz schlimm. Aber du merkst natürlich die wackeligen Bewegungen, währenddessen die R3 sich da wie ein Held in der Luft hält und da sozusagen bei normalen Windstärken nicht allzu viel passiert. Und hierzu auch noch ein kleiner Tipp von mir, wenn du jetzt bei Urlaubsvideos unterwegs bist am Meer, egal ob am Atlantik oder am Mittelmeer bzw. an der Ostsee, dann bedenke bitte, dass du unten, wenn du unten stehst, natürlich normalen Wind hast. Startest du die Drohne und bist in 30, 60, 90 Metern Höhe, liegen natürlich dort ganz andere Windgeschwindigkeiten vor. Und da sei bitte vorsichtig, ich habe schon öfter durch auf Fuerteventura, dass du dich nicht unterschätzt. Das heißt, die Drohne braucht natürlich auch noch gegen den Wind eine gewisse Zeit, um zurückzukehren. Und wenn natürlich da oben starker Wind ist und die Drohne muss zu dir zurück, dann lass bitte relativ hohe Akkukapazitäten hier bei den Drohnen als Reserve. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du über dem Meer fliegst, alles schon gehabt, als wenn du über dem Meer fliegst, dann 20 oder 25% Akkukapazität hast, dann der Wind auffrischt, die Drohne in ca. 60 Meter Höhe ist und nicht mehr zurückkommt. Da kriegst du Schweißperlen auf der Stirn, weil dann ist sie definitiv im Meer und du kannst sie nicht mehr zurückholen und bekommst natürlich auch von DJI Care kaum Garantien, weil sie einfach mal nicht eingeschickt werden kann. Das ist ein Problem. Aber wie gesagt, lass dich da wirklich nicht leiten von irgendwelchen schönen Bildern, sondern pass wirklich immer auf am Meer bei Windgeschwindigkeiten, dass du wirklich noch richtig viel Akku zum Zurückkehren hast. Das ist, glaube ich, der beste Tipp, weil mir ist alles schon passiert. Und nochmal eine kleine Geschichte am Rande. Natürlich greifen auch Vögel die DJI Mini-Drohnen an und natürlich auch die DJI R3. Bei der R3 ist es nicht so schlimm, die mäht wirklich alles weg und da ist mir ja bis jetzt noch nichts passiert. Aber bei der DJI Mini 3, vor einem Jahr auf Fuerteventura, zwei Möwen hatten Lust, das ganze Ding mal hier in irgendeiner Form zu betrachten und sind natürlich auch ziemlich dicht rangeflogen. Und da kann es dann auch passieren, dass mal so ein Vogel direkt auf deine Drohne losfliegt. Das ist, wie gesagt, bei der Mini 3 oder Mini 4 ein kleines Problem, aber bei der DJI R3, die mäht alles weg. Aber weiter im Video, Formfaktor und Hinderniserkennung. Natürlich haben die Mini 3 und die Mini 4 hier einen deutlichen Vorteil. Mit 249 Gramm ist hier alles in Butter und auf langen Touren natürlich einfach in die Hosentasche gesteckt und du merkst die kaum in der Tasche. Währenddessen natürlich die 720 Gramm hier von der DJI R3 einen deutlichen Nachteil bieten, wenn es sozusagen um Transporte geht. Und alle Drohnen kannst du natürlich mit zwei Arten von Steuerung fliegen. Zum einen dem DJI RC1 Controller bei der DJI Mini 3 Pro, den DJI RC2 Controller bei der DJI Mini 4 und bei der DJI R3. Solltest du den DJI RC1 Controller besitzen, kannst du natürlich mit diesem nicht nur die DJI Mini 3 fliegen, sondern auch die DJI R2S. Beim RC2 Controller ist es so, dass der sich natürlich dann direkt anpasst an die DJI Mini 4 Pro, wenn er sozusagen mit dieser ausgeliefert wird. Du kannst aber auch mit dem Controller die DJI R3 fliegen. Das heißt, im glücklichsten Fall brauchst du nur einen Controller für zwei Drohnen. Ich habe es auch gedacht, aber da sich der Controller öfter mal so komisch verbindet, habe ich mir sozusagen jetzt das Ganze nochmal abgegradet und habe mir trotzdem die DJI Mini 4 Pro mit dem RC2 Controller gekauft und die DJI R3 habe ich auch nochmal mit dem RC2 Controller und da ich sie ja öfter vermiete, ist es gar nicht mal so schlecht, wenn du jetzt sozusagen für jede Drohne einen RC-Controller hast. Ich würde sowieso empfehlen, hol dir lieber den RC-Controller zu den Drohnen. Du hast echt weniger Probleme. Der RC-Controller hat auch noch unten diese Schraubgewinde dran. Da kannst du dann sozusagen hier einen Gurt rumbinden, wenn du mal mit dem Fahrrad fährst. Das hat der normale Controller, den du dazu bekommst, wo du dein Handy anschließt, nicht. Das habe ich jetzt neulich im Wald festgestellt, dass da unten gar keine Schraubverbindungen sind, wo man den Gurt direkt anbringen kann. Ist natürlich auch schade, weil es kostet doch nichts, da ein paar Schraubverbindungen reinzumachen. Aber meine Empfehlung ist wirklich, lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben mit dem RC
zwei oder eins Controller, du hast echt mehr davon, das macht auch mehr Spaß, du sitzt da, dein Handy fällt nicht ab und das ist eigentlich alles eine ganz gute Geschichte. Das Einzige, was da nicht gut ist, ist natürlich die Bildschirmaufnahme. Die nimmt zwar auf, die nimmt zwar auch in HD auf, aber beim iPhone bzw. bei anderen Smartphones kannst du natürlich deine Bildschirmaufnahme noch höher auflösend machen und das ist natürlich dann beim Schnitt immer noch ein bisschen interessanter. Aber das ist so ein Insider-Nachteil, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke. Wie gesagt, für die meisten Anwendungen ist natürlich der RC1 oder der RC2 Controller die optimale Lösung. Das O4 Übertragungssystem, was im Vergleich zum O3 Übertragungssystem in der Mini 3 drin war, ist natürlich deutlich besser geworden. Und bei der Mini 3 kommt es natürlich dann auch mal vor, dass du den Controller wegdrehst und Signalverlust hast. Das hast du jetzt hier dank der neuen verbauten Antennen an dem RC2 Controller kaum noch. Also ich habe es wirklich probiert, wenn natürlich der ganze Körper sozusagen gegen die Drohne steht, dann wird es auch ein Problem, aber jetzt mal drehen oder mal irgendwo wegdrehen, da ist dann kein Problem mehr vorhanden gegenüber den Drohnen, also der Mini 4 und der R3. Und das hat sich wirklich deutlich verbessert. Dieses O4-Übertragungssystem hat DJI super hinbekommen. Damit kann man echt super zufrieden sein. Und gegenüber der R3 war es dann, wie gesagt, so, dass mal die Verbindung öfter nicht so glamourös war, aber es hat trotzdem funktioniert. Aber wie gesagt, jetzt funktioniert es besser. Kommen wir zum Active Track und natürlich auch der Hinderniserkennung. Hier hat die DJI Mini 3 natürlich oben, unten, vorn und hinten die Sensoren. Seitlich fehlen die. Die DJI R3 und die Mini 4 Pro, die haben eine 360 Grad Hinderniserkennung. Aber auch hier bitte vorsichtig fliegen und sich nicht auf die Hinderniserkennung verlassen. Denn es gibt gerade bei der DJI Mini 4 immer noch große Probleme in Bezug auf die 360 Grad Active Track Einstellungen. Teilweise crashen die Drohnen, dazu habe ich euch mal hier direkt ein Video produziert und habe natürlich auch ganz viele Informationen gesammelt, was das sein könnte. Momentan ist der Fehler noch nicht behoben von DJI, kann natürlich im Laufe der Zeit passieren, aber der jetzige Stand ist halt so, wirklich noch vorsichtig fliegen. Und gerade beim Active Track haben natürlich auch alle Drohnen noch Unterschiede. Hier hast du ganz normales Active Track ohne kreiselnde Bewegungen oder andere Geschichten. Bei der DJI Mini 4 Pro hast du dann schon ein Active Track, was du programmieren kannst. Da kannst du sie ja sozusagen im Kreis die Active Track Geschichten programmieren. Das Ganze ist auch in der Höhe variabel. Das kannst du dann auch nochmal eingeben, welche Höhe das haben soll und so weiter und so fort. Und dann fährst du halt Fahrrad und die Drohne fliegt im Kreis um dich rum. Mal rechts, mal links, mal von vorne. Was hier aber sozusagen deutlich professionelle Features beweist, ist die DJI R3. Denn da hast du natürlich ein ganz anderes Tracking. Und zwar gibst du bei der DJI R3 einfach vorne, hinten, rechts oder links ein. Und dann fliegt die Drohne entweder die ganze Zeit rechts neben dir oder links neben dir oder die ganze Zeit von hinten bzw. von vorne. Das macht jetzt momentan die DJI R3 wirklich am besten. Die nächste Kategorie: der Nachtflug. Wenn du mit den Drohnen nachts unterwegs bist, dann denke bitte dran, dass hier die Hindernissensoren deutlich eingeschränkt sind bzw. gar nicht funktionieren. Also wirklich nur auf Sicht fliegen. Und das ist sowieso gesetzliche Vorschrift, dass du auf Sicht fliegen musst. Aber du musst da wirklich nochmal doppelt hingucken, weil du kannst dich nicht mehr auf die Sensoren verlassen. Die erkennen Hindernisse dann eigentlich kaum. Die DJI Mini 3 Pro und die DJI Mini 4 unterscheiden sich von der Bildqualität eigentlich kaum. Also was die Helligkeit betrifft, denn die haben natürlich alle die gleiche Kamera mit der 1.7 Blende. Allerdings ist das Kontrastverhältnis und natürlich auch die Bildauflösung ein bisschen schärfer bei der DJI Mini 4 Pro. Du kannst natürlich auch noch in der Nacht HLG bzw. das Log-Format aktivieren, um hier noch mehr kribbelnde Bilder rauszuholen. Das geht bei der DJI Mini 3 Pro nicht so richtig. Funktioniert natürlich auch super, wenn du jetzt im normalen Modus aufnimmst. Aber ein bisschen mehr Schönheit kannst du wirklich mit der DJI Mini 4 Pro rausholen und hier ist auch deutlich zu sehen, dass die Kontraste besser sind und dass einfach die Bilder ein bisschen crisper sind. Ja? Bei der DJI R3 hast du natürlich die gleiche Kamera und da funktioniert es auch super mit den Bildern. Aber du hast natürlich auch noch die große Kamera und das habe ich gerade jetzt in Berlin festgestellt, dass die gar nicht mal so schlecht ist. Ich dachte, hier mit der 2.8 Blende wird sie ein bisschen zu dunkel sein, aber schöne Motive im Licht stellt die Kamera natürlich auch noch super dar und die ist natürlich dann auch noch mal größer, also du kannst wirklich noch dichter ran
ohne dich daran zu fliegen, weil du einfach die 70mm Kamera an Bord hast. Und das ist natürlich hier der große Vorteil bei der DJI Air 3, dass du mit zwei verschiedenen Größen arbeiten kannst in der Nacht. Der nächste Vorteil bei der DJI Air 3 ist natürlich so, dass du die am Nachthimmel siehst. Jetzt denkst du dir natürlich, klar, hier bei der DJI Air 3 und bei der DJI Mini 4 Pro ist auch alles im Lot. Da sind auch zwei Dioden vorne dran, die blinken. Die blinken so lange, bis du die Aufnahme auslöst an deinem Controller und dann sind die aus. Das heißt, die Drohne verschwindet von 0 auf 100 direkt im schwarzen Himmel und du siehst die nicht mehr. Erst wenn du die Aufnahme wieder ausmachst, blinken auch wieder die beiden grünen Dioden. Und das ist natürlich ein riesengroßer Nachteil bei den beiden kleinen Mini-Drohnen, dass die einfach am Nachthimmel bei Aufnahme verschwinden. Das hat natürlich auch was mit den Gesetzen zu tun, weil wie gesagt, wenn du auf Sicht fliegst und die dann nicht mehr im Himmel siehst, kannst du natürlich auch nicht mehr auf Sicht fliegen. Jetzt kannst du nur auf Sicht fliegen, wenn du dir sozusagen dann nochmal ein technisches Zubehör dazu besorgst, dieses technische Zubehör in Form von einer Lampe da anbaust und dann bist du aber wieder über die 250 Gramm und müsstest normalerweise einen Drohnenführerschein haben, beziehungsweise einen kleinen Drohnenführerschein. Also das Nachtproblem mit den beiden Drohnen, das ist hier noch nicht zu Ende gedacht, das habe ich auch schon mal in einem Video erklärt. Und die DJI Air 3, die fügt sich da super, die hat auch alle gesetzlichen Vorschriften, rot und grün, sie blinkt abwechselnd und sie blinkt natürlich auch weiter, wenn die Aufnahme ausgelöst wird, sodass du sie am Nachthimmel hier am besten erkennst. Bei den DJI Mini 3 und Mini 4 Drohnen ist es natürlich ein dickes Problem, dass die einfach ausgehen, sofern du die Aufnahme aktivierst. Da siehst du nichts mehr am Himmel und deswegen wirklich doppelt und dreifach aufpassen, wenn du mit diesen beiden kleinen Drohnen in der Nacht fliegst. Was DJI jetzt super gemacht hat gegenüber der DJI Mini 3, jetzt bei der DJI Mini 4 Pro, ist, dass die hier unten noch ein Start- und Landelicht mit eingebaut hat. Das heißt, es ist ein Licht, was automatisch angeht, sobald sich die Drohne der Erde nähert, sodass du in der Nacht natürlich immer noch gut sehen kannst, wo du landest. Das ist hier bei der DJI Mini 3 Pro noch nicht verbaut. Die DJI Air 3 hat das auch noch heller und noch schöner. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr interessant und sehr gut, dass man das jetzt hier verbaut hat. Und in der Not haben auch viele in meinen Kommentaren geschrieben, ist es natürlich in der Nacht so, dass du hier dieses Start- und Landelicht nochmal extra anschalten kannst. Dann siehst du die Drohne auch von unten am Himmel. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und wenn dich da mal einer rausholt bzw. kontrolliert und fragt, hey, wo ist deine Nachtbeleuchtung? Dann bist du natürlich raus mit deinem weißen Licht, was du da sozusagen unten hast. Sieht so ein bisschen aus wie ein Alien-Raumschiff, wenn das Ganze von oben geflogen kommt. Unwahrscheinlich lustige Geschichte, aber das finde ich, wie gesagt, gut, dass jetzt hier bei der DJI Mini 4 Pro auch dieses Nachtlandelicht verbaut ist. Kommen wir mal zu den Preisen. Die sind natürlich jetzt immer variabel. Also zum heutigen Zeitpunkt sind sie so, vielleicht sind sie vor Weihnachten wieder teurer. Das weiß man immer nicht. Aber kurz mal zum Vergleich. Jetzt bekommst du die DJI Mini 3 derzeit mit dem RC-Controller zum Preis von 890 Euro auf Amazon. Die DJI Mini 4 Pro, die ist 100 Euro teurer. Das heißt, die kostet jetzt auf Amazon 999 Euro. Und bei der DJI Air 3 geht das Ganze natürlich auch im Kombi und zwar mit dem RC2-Controller und der Drohne. Da liegst du ungefähr bei 1200 Euro. Nur ist aber dieses 1200 Euro Angebot jetzt komischerweise verschwunden und du kriegst nur noch das Combo-Pack bzw. das Fly More-Combo mit drei Akkus zum Preis von 1549 Euro. Warum das jetzt komischerweise verschwunden ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich war dann der Unterschied zur Mini 4 nicht mehr allzu groß. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle liegen hier die Preise nicht deutlich höher. Also als Kopfstütze, los geht's. Hier, wie gesagt, mit 900 Euro. Hier bist du bei 1000, hier bist du bei 1200 Euro. Aber wenn du das Angebot nicht bekommst, dann musst du den RC2-Controller mit drei Akkus und dem Fly More-Kombo nehmen zum Preis von 1549 Euro. Jetzt hast du natürlich hier einen Preisunterschied zwischen der DJI Mini 4 Pro und zwischen der DJI Air 3 von so 300 bis 400 Euro. Und du kannst dir überlegen, ob das natürlich dann die zweite Kamera rechtfertigt. Aber wir kommen natürlich jetzt auch mal zum Fazit. Und da ist nicht nur die zweite Kamera, die das rechtfertigt, sondern natürlich auch
auch noch die ganze Menge mehr. Und dieses Kapitel finde ich wirklich jetzt das Wichtigste am ganzen Video. Mein praktisches Fazit, denn du kannst dir 100-mal alle technischen Daten auf dem Papier anschauen. Du wirst trotzdem nicht die Erfahrungen sammeln, als wenn du sie in der Hand hast, als wenn du die praktisch geflogen hast und natürlich auch ausprobiert hast. Denn du weißt natürlich genau dann, welche die richtige für dich ist. Und viele sagen natürlich, die Mini 4 ist die kleine R3. Diese Aussage, die würde ich persönlich überhaupt nicht bringen, denn die R3 ist deutlich mehr als die DJI Mini 4 Pro, wenn man hinter die Kulissen guckt. Wenn man die technischen Daten natürlich durchschaut, dann ist das alles klar. Ja, diese haben die gleichen Kameras und etc. Aber da ist noch mehr drin und das kannst du natürlich erst nur in der praktischen Erfahrung wissen. Meine Meinung, die DJI Mini 3 Pro kommt langsam in die Jahre und ist gegenüber der DJI Mini 4, was die Kameraverbesserung, die O4 Bildübertragung und die neuen Menüfunktionen betrifft, auch in Bezug auf Active Track, wirklich ein Upgrade von der DJI Mini 3 wert. Und wenn du die neuen Funktionen brauchst, dann mach das natürlich. Wenn du die neuen Funktionen nicht brauchst, dann behalte deine DJI Mini 3 Pro, ist immer noch ein verlässlicher Partner. Wer aber noch ein Stück professioneller sein möchte, der ist natürlich bei der DJI R3 am besten aufgehoben. Ich liebe diese Drohne und gerade wenn ich im Auto Filme mache und die klebt einfach an meinem Fahrzeug, ich kann zwischen zwei Kameraeinstellungen wählen, das 70mm Objektiv, die Zweitkamera sozusagen, die lässt mich so schöne Aufnahmen machen. Das bekommst du mit der Weitwinkelkamera gar nicht hin, weil du ja dann im Bild wieder alles vergrößern musst und dann gibt es natürlich eine schlechte Bildqualität. Das ist genauso, als wenn du jetzt digital reinzoomst. Das würde ich keinem empfehlen, hier sozusagen mit den Drohnen digital zu zoomen. Das pixelt alles auf und wenn du das Ganze veröffentlichen möchtest beziehungsweise einen schönen Film produzieren möchtest, dann mach das im Schnitt, aber mach das sozusagen hier nicht digital im Bild. Das bringt alles nichts. Aber wenn es keine gesetzlichen Vorschriften geben würde, wäre die DJI R3 mein absolutes Lieblingsbaby. Ich würde mit der überall fliegen und könnte wahrscheinlich alles machen, was ich sozusagen im Kopf habe und hier sozusagen mit der Drohne umsetzen kann. Viele sagen natürlich, ich will erstmal einsteigen und schauen, was so passt und dann hole ich mir erstmal die DJI Mini 3. Warum nicht? Davon würde ich aber persönlich abraten, denn nicht, weil die DJI Mini 3 schlecht ist, sondern weil du damit momentan dein Geld vernichtest, wenn du dir das Ganze neu holst. Denn wenn dir das Hobby nicht mehr gefällt, willst du natürlich auch die DJI Mini 3 verkaufen und die fallen mittlerweile wirklich im Preis aufgrund dessen, dass sich viele die DJI Mini 4 Pro holen und gleichzeitig natürlich auch zu dieser Drohne upgraden. Was dann bedeutet, dass du deine DJI Mini 3 neu gekauft hast und schwuppdiwupp ist sie die Hälfte wert und du vernichtest dein Geld, wenn dir das Hobby nicht gefällt. Die DJI Mini 4 Pro würde ich als Anfängerdrohne ebenfalls empfehlen. Warum nicht? Klar bezahlst du jetzt erstmal 100 oder 120 Euro mehr für die DJI Mini 4 Pro. Aber jetzt rechnen wir mal nach. Jetzt kaufst du dir die DJI Mini 4 Pro, machst als Anfänger natürlich dann noch die DJI Care-Versicherung, die ganz wichtig ist, weil als Anfänger kann dir immer noch viel passieren und damit wirst du wirklich zu 100% abgesichert. Da kann nichts passieren. Du kriegst von DJI eine neue Drohne, wenn was passiert, musst du nur einreichen, aus 75 Euro bezahlen, das war's dann. Kein Geld vernichtet. Gleichzeitig hast du natürlich, wenn dir das Hobby nicht mehr gefällt, auch noch einen guten Wert in der Hand. Denn die DJI Mini 4 Pro, die bleibt jetzt erstmal die nächsten Monate und ich glaube auch das Jahr relativ stabil im Preis, auch bei den Gebrauchtpreisen. Also du vernichtest hier nicht allzu viel Geld, wenn dir das Hobby nicht mehr gefällt, als wenn du dir jetzt sozusagen neu eine DJI Mini 3 Pro kaufst. Was natürlich cool ist, wenn du bei eBay eine DJI Mini 3 Pro für 300 Euro bekommst, dann mach das, dann nimm die, du kannst damit fliegen, du kannst damit testen, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, 890 Euro würde ich heutzutage für die DJI Mini 3 nicht mehr bezahlen, dann lieber 1000 Euro und ich habe mein Geld relativ gut investiert. Mir ist gerade noch was eingefallen, wenn du Anfänger bist, habe ich noch eine gute Idee und zwar gibt es dann nochmal hier nicht aus dem Hause DJI, sondern die Fimi X8 Mini. Und das ist für mich die absolut beste Anfängerdrohne zu einem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich wirklich empfehlen kann. Ich mache mit dir jetzt noch ein Video und ein Vergleichsvideo und alles drum und dran. Und halte dich fest, denn diese Drohne kostet momentan 280 Euro mit Akku, mit allem drum und dran, 4K und Tracking und weiß ich was alles. Also da machst du echt einen besseren Schnitt, als wenn du dir sozusagen jetzt hier eine Mini 3 gebraucht kaufst oder irgendwas anderes.
Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis kannst du nichts falsch machen. Du hast Garantie. Du bezahlst 280 Euro für eine komplette Mini-Drohne unter 250 Gramm. Aber wie gesagt, das Video mache ich euch so schnell wie möglich auf meinem Kanal fertig. Und da gucken wir uns mal die Drohne genauer an. Und leider müsst ihr noch einen Moment warten. Meine ideale Kombination würde ich jetzt nicht bei YouTube Content machen mit der DJI Mini 4 Pro, was natürlich sehr wichtig ist. Ich mag die auch. Aber wenn ich jetzt kein YouTube hätte und sozusagen nur beruflich mit Drohnen fliegen müsste, dann würde ich mir eine Kombi aus der DJI Mini 3 Pro und der DJI Air 3 bilden. Was bedeutet, dass die DJI Air 3 natürlich meine Hauptdrohne wäre, weil sie einfach für mich bessere Bilder macht. Aber überall, wo ich die DJI Air 3 nicht mit hinnehmen kann, nehme ich dann meine DJI Mini 3 Pro mit und damit habe ich natürlich dann weniger gesetzliche Vorschriften zu erfüllen als gegenüber der DJI Air 3. Wenn wir schon dabei sind, gesetzliche Vorschrift ist natürlich auch wichtig. Ihr müsst die Drohnen alle registrieren lassen beim Luftfahrtbundesamt. Ihr müsst eure Nummern draufkleben und gleichzeitig natürlich auch noch eine Haftpflichtversicherung abschließen. Und wenn du mit der Mini 4 und Mini 3 Pro fliegst, dann brauchst du keinen Drohnenführerschein. Wenn du die DJI Air 3 in die Hand nimmst, dann bist du bei der C1-Zertifizierung und brauchst einen kleinen Drohnenführerschein. Bei der Zertifizierung ist mittlerweile die DJI Mini 4 Pro bei der C0-Zertifizierung und jetzt nochmal zum Gebrauchtwert der DJI Mini 3 Pro. Die hat noch keine Nachzertifizierung zum jetzigen Zeitpunkt erhalten, was sozusagen bedeutet, dass du immer unsicher bist, wie wird die jetzt sozusagen nachzertifiziert. Also wirklich, wenn du jetzt Anfänger bist, kannst du dir die DJI Mini 4 Pro kaufen. Da bist du auf der richtigen Seite oder wie gesagt hier die Fimi X8 Mini. Außerdem ist es so, dass du mit der DJI Mini 3 oder Mini 4 Pro nicht so besonders auffällst, wenn du fliegst. Denn diese kleine Drohne, die stufen viele Passanten als, naja, die ist ja niedlich oder lass mal gucken, ist ja interessant, was da sozusagen alles drin ist. Währenddessen du dann mit der DJI Air 3 dann doch schon Aufsehen erregst und da gibt es auch Kommentare, muss das jetzt wirklich sein, weil die halt lauter ist als die DJI Mini 4 und die DJI Mini 3. Und das ist natürlich auch ein Riesenbrummer, der da sozusagen in der Luft voll beleuchtet steht. Und sie wirkt aggressiver gegenüber normalen Passanten und Spaziergängern. Und das ist natürlich der große Nachteil mit so einer großen Drohne, wenn du unterwegs bist, wo auch noch andere Leute sind, dass du hier besonders auffällst und teilweise auch negative Kommentare bekommst, was gegenüber der DJI Mini 3 und Mini 4 nicht so oft passiert. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, es kommt natürlich darauf an, was du machst. Fliegst du viel, fliegst du wenig, fliegst du viel mit Fahrzeugen, lässt du dich oft tracken, machst du viele Landschaftsaufnahmen, bist du eher in der Stadt unterwegs, beziehungsweise mit Leuten aktiv, filmst du bei Konzerten, neben den Konzerten, weil über die Zuschauer darfst du ja nicht fliegen, oder. Das sind alles so Faktoren, wo du wirklich dann überlegen musst, welches die richtige Drohne für dich ist. Und bei mir wäre es, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, wenn es diese gesetzlichen Regeln alle nicht geben würde, wäre es natürlich nur die DJI Air 3, weil die einfach meine Ansprüche absolut erfüllt und für mich wirklich die beste Drohne ist überhaupt. Aber ich verstehe natürlich alle anderen auch, die sagen, ich bin mehr unterwegs bei Leuten, ich will das Ding in die Tasche stecken, ich will im Urlaub mal eine Runde fliegen, mal mein Hotel filmen oder irgendwelche anderen Dinge, den Strand und. Da ist natürlich die DJI Mini 3 oder Mini 4 der absolute Bringer. Warum nicht? Was willst du denn mit so einer riesen Drohne da am Strand rumkreisen? Dann fällst du nur auf, die Leute sprechen dich an und teilweise gibt es dann vielleicht auch noch Kontrollen oder andere Dinge. Da habt ihr schon recht. Also, ich hoffe, ich habe euch die Drohnen in den Eigenschaften und in meiner Erfahrung ein bisschen näher bringen können und ihr habt jetzt so ein bisschen die Vorstellung davon, was man hiermit alles machen kann, welche man kaufen sollte, welche man nicht kaufen sollte, welche was besser kann. Und ich bedanke mich natürlich sehr gerne fürs Anschauen. Ist vielleicht ein bisschen länger geworden, das Video. Entschuldigung dafür, aber es musste natürlich so viel raus, was ich hier sozusagen in den Wochen jetzt an Erfahrungen gesammelt habe. Sehr gern bis zum nächsten Video. Ich sage tschüss, bye bye und winke winke. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und das war's.